Cook, Serve, Delicious. Folge 26. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, in der letzten Folge haben wir das, den Bringdienst dazu genommen, quasi einen neuen Vertriebsweg eröffnet. Und irgendwie hatte ich aber, glaube ich, gar nichts auf der Karte, was man bringen kann, ja, oder mit der Straße nehmen kann. Deswegen dachte ich mir einfach, ich gucke mal in dieser Folge, dass ich das ein bisschen besser mache, wenn das überhaupt einen Unterschied macht. Ich möchte es zumindest mal testen. Aber jetzt schauen wir erstmal nach den E-Mails. Ein Nacho-Upgrade. Naja, was soll ich sagen? Kennt ihr schon, oder? New Catering Job Available. Okay, das ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem Bringdienst. Muss ich mal reinschauen. Es steht hier ja auch immer das Gleiche drin. Müsste ich mal gucken, was das ist. Ich kann es auch kurz machen, damit ich es gleich weiß. Interessiert mich, was genau das sein soll. Drinks aplenty. Let's serve up some refreshments. Also lasst uns einige Erfrischungen servieren. You'll need beer and soda to cater for this event. Ja gut, Bier habe ich, Soda nicht. Es ist wie verhext, brutal, echt. Ich krieg dieses Catering nicht hin. Machen wir mal weiter. Inspection passed. Ja, die haben wir wohl bestanden. Auch den Text kennt ihr. Und mein Bass geht halt 10% hoch. Es war halt auch einfach allgemein wichtig, weil wir es auch brauchen. Zweimal für den nächsten Stern. Einmal haben wir jetzt. Und noch eine Spam-E-Mail. Psychic, was? You can readers visit. Keine Ahnung, um Gottes Willen. Seid mir nicht böse, aber ich habe da keine Lust, heute irgendwie das jetzt durchzulesen. Also es geht halt irgendwie um irgendeine, im 20. Stock da irgendeine Lounge. Irgendwie so ein Psychic, ich weiß nicht mal, was das heißen soll, Encariado, was weiß ich was. Ich denke mal, das ist so ein irgendwie so eine psychische Entspannungs-Lounge oder sowas. Aber das ist mir für Spam jetzt eindeutig zu viel und zu groß, da habe ich jetzt nicht viel Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Da steht auch was, dass man was spenden kann, das ist ein bisschen Werbung. Also, ja. Und man soll sich da unten das ausfüllen, damit man sich anmelden kann. Irgendwie so eine psychische Lounge, irgendwie sowas in der Richtung. Aber seid mir nicht böse, das Riesending. Ich weigere mich jetzt heute einfach mal. Ich habe da jetzt echt keinen Nerv drauf. Nicht böse sein, aber diese Spam-Dinger, die sind auch echt furchtbar. Und dann so viel Text, also das muss ich jetzt nicht haben. Jetzt schauen wir mal nach unserem Active Menu. Und zwar würde ich dir gerne mal irgendwas reinpacken. Also ich meine, den Burger kann ich auf jeden Fall schon mal reinmachen. Statt der Lasagne. Und ich nehme mal das Steak raus und mache mal den Corn Dog oder sowas mit, weil ich denke, den kann man auch mitnehmen. Da habe ich wenigstens mal zwei Sachen, die man mitnehmen, schrägstrich, ja, liefern kann. Und das würde ich gerne mal ausprobieren. Viel anderes kann ich sowieso nicht tun. Durch diesen Bringdienst bin ich pleite. Da geht eh nicht viel. Und da würde ich sagen, machen wir gleich mal den Tag, um auch mal zu schauen, weil das interessiert mich, was dieses Bringdienst denn jetzt bewirkt. Ob das überhaupt einen Unterschied macht oder so wenigstens angezeigt wird oder sowas. Lasst uns einfach mal schauen gehen. Außerdem müssen wir ja mal weiterkommen. Wir brauchen ja insgesamt 20 Tage für den nächsten Stern. Okay. 2 Vanilla Scoops with Nuts. Also wegen dem Spam müsst ihr jetzt nicht böse sein. Ich habe ja bisher echt alles vorgelesen, aber heute habe ich keinen Nerv drauf. Muss ich ganz offen sagen, ich bin auch nur ein Mensch. Und dann noch so viel, also bitte nicht. 1 Vanilla, 1 Chocolate, 1 Mint. Und das war's. Weil heute die Folge ist mehr so, ja, wie soll ich sagen, ja, ich muss ja machen, um was zu füllen, was ich eigentlich, ja, ich hatte was anderes vor. Das ist so ein bisschen ein Platzhalter. Und, ja, also, ich hatte auch echt ein mieses Wochenende und ja, das muss heute einfach nicht sein. Also nicht böse sein. Okay, die Toilette machen wir mal. 1 Vanilla, 1 Chocolate, 1 Mint, Chocolate Chip. Und das war's auch schon. Da unten rechts mit dieser rosa Schrift steht auch immer dran, der wievielte Kunde das insgesamt ist. Also ich habe schon über 1000, aber das wisst ihr ja wegen dem Achievement. Mushroom and Tomatoes, Green and Carrots. Das war zum Beispiel der 1115. Kunde. Oder 15. Kunde. Okay, Weinchen. Machen wir es nicht so übertrieben. Jetzt haben wir dann gleich Rush Hour. Also bisher kam noch keine Speise, die man hätte bringen können. Wir sehen jetzt gleich, was passiert. Rush Hour. Kann man Bier nicht eigentlich auch mitnehmen? Das muss man doch nur mit so einem Plastikbehältnis. So wie beim Kaffee, so Deckel oben drauf oder so. Am besten mit Strohhalm. One Meat Patty, okay. Noch ein Bierchen. Jetzt bin ich bei dem Burger mal gespannt.
was er sagt. Two meat patties. Okay. Meat and lettuce only. Ranch, cheese, mushroom and tomatoes. Okay. 1, 2, bacon, bacon, cheese. 1, 2, 3. One meat patty. Ich muss nämlich beim Wein ein bisschen beeilen. Mir wäre fast einer rausgerutscht, ich habe es aber noch geschafft. 1, 2, 3, ich muss mich beeilen. Bacon, cheese. 1, 2, 3, cheese. Meat, tomatoes only. 1, 2, 3, cheese. Jetzt bin ich aber hier im Speedy-Mode. 1, 2, 3. Wow, ich habe es geschafft. Corn Dog, Ketchup, Mustard. Man sieht aber nichts, gell? Das ist einfach nur ein Buzz-Bonus. Ich hatte es mir fast schon gedacht. 1, 2, 3. Bacon und Cheese. Ranch, Cheese and everything on it. Also das war stressig und ging auch fast in die Hose, aber eben nur fast. Aber ich habe es geschafft. Mir gelang es. Also der erste Rush Hour mal bestanden. Aber es hat keinen Unterschied ausgemacht. Also das mit dem Bringdienst ist einfach nur Bacon, Cheese. Das ist einfach nur, damit es ein bisschen mehr Buzz bekommt. Ein Buzz Booster. So wie ein Upgrade für das Essen. Ich dachte es mir schon halb, aber ich musste es ja testen. Two Vanilla Scoops and Nuts. Meat, Bacon, zweimal Cheese und Tomatoes. So, machen wir das Weinchen auf. Jetzt haben wir gleich wieder Rush Hour. Um 6 Uhr, wenn ich nicht mich irre. Also, kommt bald. Bisher läuft die Kombo. Noch nichts falsch gemacht. Wäre doch mal schön, wenn ich es mal fehlerlos hinkriegen würde heute. Ranch, Cheese, Mushroom and Tomatoes. Bei dem Bass dürfte der Rush-Hour-Modus quasi stressig werden, aber jetzt schauen wir mal. Ranch, Cheese, Everything. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, Cheese. Machen wir mal kurz das Ding auf hier, dann danach den Salat, bevor der wegrutscht. Ranch, Cheese, Bacon und Croutons. Stressig. Der Wein braucht immer so 5 Jahre, kann ich gar nicht ab. Bierchen noch schnell. Machen wir die Patties schnell, die gehen fix. Oder vielleicht auch nicht, Bacon, Cheese. One Meat Patty. Rush Hour bestanden. Restlichen Orders, one meat patty, bacon, lettuce, tomatoes, cheese, meat, bacon, zweimal cheese, tomatoes, meat, bacon, cheese, cheese, tomatoes, Weinchen öffnen. Bin ich gut oder bin ich gut heute? Ich bemühe mich. Machen wir den Garbage kurz raus. Schneller, der Burger rutscht dann schnell weg. Machen wir kurz das Klo, das geht ja schnell. One Meat Patty, Corn Dog, was haben wir hier? Ketchup, Mustard. Rattenfalle noch aufstellen. Meat, Bacon, Spammer, Cheese, Tomatoes. Ranch, Cheese and everything on it. Jetzt schreibt mir hier im Spiel einer auf dem Handy was. Check out my picture, lol, thumbs up. Burger fotografiert. Alles klar, könnte ich sein. Noch einmal Essensfotos. Cheese, Onion and Peppers, also zumindest wenn ich selber koche. Machen wir das Weinchen noch auf und dann haben wir es auch, glaube ich, geschafft. Unglaublich. Also ich habe mich echt bemühen müssen, aber es hat geklappt. Woo! Perfect day achieved. Eieiei, ich bin richtig außer Puste. Hui. Also ich habe es geschafft.
Ich musste mich aber auch echt anstrengen, es war aber erfolgreich. Ich muss aber sagen, Bringdienst, das hat einfach nur Buzzboost gebracht, wie ein Upgrade. Aber ich bin trotzdem fast sogar ein bisschen stolz, weil es war gar nicht unstressig und ich musste echt blam, blim, blam, blum, blam, blim, blim. Also, ihr müsst es mal ausprobieren, ehrlich, das ist gar nicht so einfach. Aber ich habe es gepackt, finde ich cool. Ja, nice. Also, eigentlich war es mehr eine Ersatzfolge, ich habe es vorhin schon gesagt. Und ja, ich will nicht sagen, ich musste mich ein bisschen zwingen, aber es hat irgendwie trotzdem Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, das ist einfach ein cooles Spiel für zwischendurch. Ich komme hier auch langsam, aber sicher weiter Richtung zweiter Stern. Es wird, Freunde. Ja, und dann würde ich sagen, alles Weitere in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.